Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement hier in Ravendress und zwar schimpft sich dieses bester Kumpel mit gewissen Vorzügen. Dieses finden wir einmal unter Erkunden und dann Shadowlands und wir müssen für das Achievement die Freundschaft von Steinkopf in Ravendress verdienen. Steinkopf ist hier in Ravendress auf den Koordinaten 38, 65 und das ist der Typ, der hier quasi der Türsteher ist. Wenn wir uns ihm nähern, dann packt er uns und schmeißt uns hoch. Und was wir jetzt machen müssen, ist die Freundschaft verdienen. Wie machen wir das? Es gibt hier eine Quest, die ist hier hinten, wie ihr seht, und die müssen wir annehmen. Und mittels dieser Quest können wir die Freundschaft verdienen. Jetzt hört sich das einfach an, ist es aber nicht. Wenn wir nämlich hier hinlaufen wollen, packt er uns und schmeißt uns weg. Ich habe auch schon alles probiert, hier über die Seite drüber zu springen. Es geht nicht, ne? Also ihr könnt nicht auf normalen Wege dahin und die Quest annehmen. Deswegen müssen wir einen kleinen Trick anwenden. Steinkopf ist jetzt vielleicht nicht so die hellste Kerze auf dem Kuchen. Dementsprechend können wir den ein bisschen austricksen. Wir nehmen hier nämlich so einen Stein und laufen mittels des Steins oder mit dem Stein einmal hier zu der Quest hin. Und der checkt es nämlich dann nicht ganz, wenn wir ein Stein sind. Sagt, Steine sind heute beschäftigt. Alles klar. Ja, sind sie. Und ihr seht schon, wenn wir die Quest abschließen, dann kriegen wir Privilegien des besten Kumpels von Steinkopf. Und das machen wir mal. Und hierfür müssen wir jetzt einige Sachen sammeln. Und ich würde sagen, ja, ich tige jetzt mal los, hol das Zeug, zeig euch mal, wo ihr was bekommen könnt. So, dann schauen wir uns mal an, wo wir die einzelnen Sachen herbekommen. Und zwar das erste sind die Spiegelsüßigkeiten. Da brauchen wir 6 Stück. Und diese bekommen wir von ja, diesen Ventier-Mobs. Und zwar befinden sich die hier in dem kompletten Bereich. Hier einfach ein paar Unboxen. 6 Stück brauchen wir von diesen Süßigkeiten. Spiegelsüßigkeiten heißen die. Und dann habt ihr das erste auf jeden Fall schon mal fertig. Die anderen Sachen liegen auch alle hier im großen, ja, in diesem Großraum hier. Und zwar haben wir hier diese Elementare, Aschenkriecher schimpfen sich die und die droppen dann die Aschenchips. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir das aufmachen können. Genau, es gibt hier Aschenchips, insgesamt 20 brauchen wir. Die droppen hier mehrere, ne? Also ihr müsst hier einfach ein paar zusammenziehen, wegleaven und dann habt ihr auch die Aschenchips. Und das nächste, was wir haben, glibberiger Insektenhäppchen, das bekommen wir von Insekten und zwar schwirren da oben hier so in dem Bereich ein Haufen Insekten rum und die wollen wir uns mal angucken, die sind meistens hier in der Nähe, ich habe die jetzt blöderweise alle schon umgeboxt und diese Insektenschwärme, die greift ihr an, die droppen dann dementsprechend die Insektenhäppchen. Hier haben wir so einen Schwarm, da können wir auch drüber fahren, seht ihr, glibberiges Insektenhäppchen droppen die, droppen auch immer gleich 6, 7 Stück, also die 50 habt ihr relativ zügig zusammen. Und das letzte, was wir brauchen, was wir jetzt noch offen haben, ist dann ein leichter Imbiss. Und der leichte Imbiss ist ganz interessant. Das ist so ein Kristall, also so einer. Den müssen wir dann anklicken. Da habt ihr dann auch einen Extra-Button. Das ist der leichte Imbiss. Und damit haben wir alles zusammen. Dauert hier keine 5 Minuten. Ihr lauft halt einmal von hier hoch, nehmt die Mobs mit, nehmt den Kristall mit, haut die um und dann geht es quasi wieder einmal zurück zu Steinkopf. Und jetzt können wir das Ganze bei ihm abgeben. Wir müssen nämlich jetzt einmal an ihn ranlaufen, dann wird er uns nämlich jetzt gleich wieder packen. So, er packt uns und jetzt können wir auswählen, lasst mich sofort frei. Oder wir sagen hier, wir haben für dich ein bisschen Imbiss und das können wir abschließen. Und tada, jetzt ist er quasi mein bester Kumpel. Schmeißt mich hier einmal runter, da wo vorher die Quest war. Und ach, schau mal, hier liegt jetzt das ganze Zeug von vorhin, was wir quasi eingetütet haben. Und ja, Achievement haben wir damit auch wieder ein paar Punkte mehr eingetütet. Schauen wir mal, 5 Punkte gibt es zwar leider nur, aber dementsprechend wieder eins mehr. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video angelangt. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.